Es ist so entstanden, dass beim letzten großen Schagl-Festival, ich glaube, es war 40 Jahre vorher, eine große Bläserbesetzung, ein großes Bläsersammel zusammengestellt worden ist mit viel namhaften Spieler, besonders jene, die Schagl-Trompeten spielen, Schagl-Instrumente spielen. Und das Konzert war ein ziemlicher Erfolg und es ist einfach die Idee aufgetaucht, man sollte so ein Ensemble eigentlich nicht einfach wieder fallen lassen. Und dann haben wir einfach eine Auswahl getroffen und haben uns auf eine 10er bzw. 10 plus, also plus Schlagzeug 11, jetzt spielen wir mit zwei Hörnern, jetzt haben wir schon 12, geeinigt, weil es dafür relativ viel Literatur gibt und weil die Möglichkeiten doch sehr vielfältig sind. Der Hauptgrund für mich, dass einfach diese Art von Musikern sich zusammengefunden haben, sind einfach Leute, die unglaublich gut miteinander spielen können, die alle miteinander uneitel sind, aber sehr gut, was nicht immer konform geht. Und es ist einfach ein unglaublich einfaches Arbeiten. Man nehme die Besten und suche sich aber von den Besten die Uneitelsten aus und dann kann man super arbeiten. Ich bin ein Projekt im Jahr und mehr ist, wollen wir eigentlich auch gar nicht. Es ist ein, man könnte sagen, also ein Luxusensemble. Nämlich unser Luxus. Wir leisten uns, dass wir zusammenkommen einmal im Jahr und gleich spielen miteinander. Und mehr wollen wir gar nicht. Uns geht es ja alle nicht schlecht. Also jeder hat einen guten Posten.